Hallo und herzlich willkommen bei WoW Legion in einer neuen Folge. Ich und mein Priester. Nein, Spaß. Nein, ich will wieder Dungeon Browser machen und die neue Inni testen, die wir freigespielt haben in der letzten Folge, nämlich die violette Festung. Also bleibt dran! Jo, ich bin einmal im spezifischen Dungeon-Modus. 8 Bosse, ach du Kacke. Und ihr seht 105. Also, wird heftig. Ihr kommt rechtzeitig für den ersten Schlag. Guck mal, sieht noch immer so aus wie früher. Gegen Dalaran. Diese Gefangenen werden die Straßen in Blut tränken. Nur schade, dass ihr das nicht miterleben werdet. So, bin ich ja mal gespannt. Ich habe die hier noch nie gemacht. Ihr seid jetzt quasi die Ersten, mit denen ich hier drinnen rumeiere. Es hat sich optisch ein wenig geändert. Ich würde jetzt aber nicht sagen so viel. Ein bisschen farblich und natürlich die Monster. Und auch hier der Aufstieg sieht ein bisschen besser aus. Werden wahrscheinlich immer noch die Wellen kommen. Gleich Prinzip wie in der alten. Okay. Ist ja schon mal nett, dass das so angekündigt wird. Gucken, ob mein Mana dafür ausreicht. Die war damals schon nicht leicht zu heilen, weil immer viel Unmut da dabei ist. Hier, guck dir das doch mal an. Was passiert denn da? Kriegt den ja kaum hochgeheilt, ey. Heftig. Kranker Shit. So. Schön immer aus den Kreisen raus, kennt man ja. Und der ist immer noch Platz 1 und kriegt trotzdem so viel Schaden. Also in HPS auf jeden Fall. So, da geht's hin. Ups, was macht der denn hier? So. Versuchen wir natürlich hier alles schön entspannt zu halten. Erstmal die Invasion zu stoppen. Was macht der denn da? Da, da kommt der erste Boss, glaube ich. So, instant tot. Auch nicht verkehrt. Da ist er wieder da. Hier kann man ja einfach reinlaufen. Der Weg ist nicht weit. Das ist ja alles hier immer in unmittelbarer Umgebung. So, hier schnell mal hochheilen. Na, der hat nichts fallen gelassen. Jetzt geht's wieder da hoch. Ich hoffe mal, dass ich von hier weiter schön rankomme. Entsprechend auch. Oh, Boss kommt. Da bin ich ja mal gespannt. Von da drüben. Das könnten wir uns bestens vertragen. Die violette Festung war, wie gesagt, schon immer ein bisschen schwieriger. Ich habe Post bekommen vom Auktionshaus. Nett. Ist wahrscheinlich was abgelaufen. Ob als meine Knechte oder als meine Nachbarn. Frag mich nicht, wie die gehen. Werdet ihr
So, warum habe ich den denn jetzt aufgemacht? So. Immer drauf da, oder was? Einfach schön Flächenhebel machen. Natürlich nicht die optimale Lösung, so. Komm schon. Hau raus das ganze Ding. Alles, was wir haben. So. Alter Schwede. Alter Schwede. Uiuiuiui. Und das soll so weitergehen? 8 Busse lang? Kurze Verschnaufpause. So, komm. Es gibt ja einfache und schwere Bosse. Das hat ja manchmal wirklich nichts mit der Reihenfolge zu tun. Wie kann ich das nicht dispellen? Na gut, geht doch. Ist halt doch so spontan losgelaufen. Die hauen natürlich entsprechend kräftiger rein, die Bosse. Also die. Ganz entspannt, ganz entspannt. So. Hütet euch. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg auf. Ich hänge. Was hat der denn? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich den nicht? So. Geht das jetzt dauerhaft so? 8 Bosse lang? Hoffentlich kriegen wir was Schönes. Weil sonst lohnt sich das ja gar nicht. Läuft. Tot ist er. Wir haben immer noch 72%, das ist schon mal gut. Ja, der hält echt schon ordentlich was ab. Also 2,5 Millionen hochheilen ist auch schon nicht ohne, muss ich ja zugeben.
ganz entspannt wieder anfangen. Lieber nur mit der großen Heilung. So, beide Segenwörter raus. Eure Rüstung schützt euch gegen Klinge und Klaue. Oh, Kollege ist online. Gegen diesen Gesichtslosen. Sein Flüstern allein kann Sterbliche in den Wahnsinn treiben. Den kennen wir noch. So. Da bin ich ja mal gespannt, wie der wird. Der war damals schon recht, ich würde nicht sagen leicht oder schwer, aber der hat schon seine Tücken. Komm schon, gib alles. Passiert. Oh je. Korrekt, was kann das Ding? Benutzt erzeugt kommende Schatten in der Position, die eure Beweglichkeit und Intelligenz zuhört. Das gibt natürlich ordentlich Tempo. Und werde ich wohl oder übel ersetzen. So. Bombe. Und nochmal von vorn. Das ganze Spiel. Jetzt geht's wieder da hoch. Jetzt sind wir uns bei. Ich komme nicht ran. Was passiert denn hier manchmal, ey? Manchmal fressen die so viel Schaden, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Abnormal. Guck mal, dass der sich hochhält, vor allen Dingen auch noch. Ja, das ist natürlich typisch Dings hier, ne? Ihr wisst schon, Todesritter. Das Trinket will ich mir mal gern für ein Dings aufheben, für den Boss. Benutzt erzeugt 15 Sekunden ein. Was ist das? Solange es so geht, ist immer gut. Ja, heult er sich jetzt wesentlich selber, aber muss ja ein bisschen auf mein Mana achten.
So. Komm, ich halte auch noch mit. Warum auch immer. Ja, jetzt muss ich natürlich ordentlich raushauen. Hier ist ein bisschen ekelhaft. Mehr als gewollt. Die Gefangenen sind enttäuscht. Oh, was kommt? Wenn sie euch nicht bezwingen, tu ich es eben. Macht ihn schnell platt am besten. Boah, die halt. Ist das schon Boss? Nee. Ey, was passiert denn hier? Manchmal ist. Früher oder später. Oh, nett. Selbst Impertinenz. Dafür werdet ihr lange leiden und qualvoll sterben. So, erstmal das Ding drauf. Genau so. Der hat seine. Wurde er unterbrochen oder habe ich die Attacke verpasst? Kann ich ganz geschmeidig. Unser Hass ist grenzenlos. Meiner ist größer. Also der Hass. Da. Weiter geht's. Das waren jetzt nur 4 Bosse, aber egal. Muster, Lederer. Ah, da gibt es 3er-Stufen her. Sehr, sehr schön. Hat sich für mich auf alle Fälle gelohnt, würde ich sagen. Wie gesagt, wir haben hier das Twinket bekommen. Anlegen stellt Mana wieder her. Finde ich schon mal ziemlich cool. Ich muss mir nochmal so einen Twinket-Button machen hier irgendwo rein, so. Also, ja, was soll ich sagen? Komm, den Dungeon können wir verlassen. Mir hat's gefallen. Schön mal wieder hier zu sein, im violetten Dungeon gewesen zu sein. So, der geht auch weg, sehr gut. Richtig, richtig cool. Nö, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Schönes zeigen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch ein Däumchen, Kommentar oder Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.